Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, wir sitzen hier mit unserem Vampirfreund hier zusammen und warten darauf, dass die Krähen zurückkommen. Die sollen uns noch irgendwie was sagen, damit wir hier ein Absud zusammen kochen können. Und ja, die suchen jetzt hier nach irgendwelchen Reagenzien, die... damit wir wissen, wo wir sie abholen können. So, wir können ihn hier ein bisschen ausquetschen. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlaff ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Jep. Haben alles erledigt. Damals. Schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh. Da habe ich ja wirklich was verpasst. Ja, über 300 Folgen. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. So, ja, wie ist es, überhaupt tot zu sein? Ist doch bestimmt sehr angenehm. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlaff nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen, eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Na? Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Ja, könntest du jetzt noch irgendwie etwas darüber reden, wie du dich jetzt ernährst? Oder zapfst du hier das Blut von irgendwelchem Getier ab?
Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Ja, warum war jetzt die Kamerafahrt so auf diesen Grabstein? So, dann fragen wir ihn mal, was er Geralt fragen will. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Das ist eine gute Frage. So schlimm geht's ihm ja nicht. Weißt du, Regis, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd, lese Spuren, finde Hinweise und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Deswegen, warum sollte Geralt irgendwas anderes sein als Hexer? Also klar, er könnte dann halt eine Familie gründen. Halt mit Kindern und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ihm das jetzt irgendwie so großartig fehlt. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe.
Und was genau haben Sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Ja, aber wieso Löffel? Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Ja, das ist sehr hilfreich. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Na gut, dann auf zum Wicht. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, wir können das auch mit dem Spucken machen. Ich hätte jetzt auch gedacht. Ich fange mit ein paar Büchern an. Wir überreden ihn einfach mal. Bücher? Ich dachte, du machst den absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Ja. Gut. Viel Glück. Hättest du es nicht vorher sagen können, dass dann noch was fehlt? So, wo ist denn der Wicht? Upp. Ah, der Fleckenwicht. So, dann gehen wir mal zu dem Herrn Fleckenwicht und gucken, ob wir dem da irgendwie etwas Speichel abluchsen können. Wo wohnt der denn? Da hinten. Okay, dann nehmen wir mal Plötze. Komm her, wir müssen zu einem Fleckenwicht. Lauf, Plötze! Der irgendwo hier auf einem verfluchten so eine Riesenernte hab ich seit Jahren. Dingsi hier wohnt. So, wo ist denn hier? Straße. Muss hier jetzt nicht quer durch den Weinberg. Dann durch. Oh, darum. Verbände! Verbände! Was ist hier los? Genau, wir fragen mal. Verbände! Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Was hast du Vergiss an? Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter! Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Wie selbstlos von dir, anzuhalten und einem Fremden zu helfen. Findest du? Ich dachte zuerst, er wollte mich überfallen. Fast hätte ich die Peitsche geschwungen. Aber Leute in Not lässt man nicht einfach im Stich. Das ist unanständig. Anständig genug für viele, glaub mir. Wasch dir gründlich die Hände und verbrenn dein Hemd, bevor du weiterziehst. Am besten reibst du dich auch noch mit Thymian ein. Sonst zieht der Blutgeruch noch Ghule an. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach,
Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch, aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief, mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns, schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung. Zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da, aber ich muss sicher gehen. Ich habe zu tun, also bis dann. Naja, und wehe, du ziehst ihm jetzt die Rüstung aus. Warte, ich komme mit. Oh. Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Okay, also dann doch, wahrscheinlich hat er ihn hier irgendwie um die Ecke gebracht. Die Spur führt zum Haus auf dem Hügel. In dem Totenstille herrscht. Ja, ja, Moment. Wir können noch hier was untersuchen. Seltsame Rüstung. Okay. Und seltsame Wunde. Was geht hier vor? Gut. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Interessant. Können wir da auch irgendwie hoch? Können wir hier rein? Abgeschlossen. Das Tor ist von innen verschlossen. Aber jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Jemand wollte raus. Oh, schon der Gedanke lässt mich frösteln. Ja, geh mal einen Schritt zur Seite. Okay, hier liegt noch lebendig einer. Lebendig verbrannt. Hier war es ganz schön heiß. Majoran, du bist mein Verteidiger und Beschützer. Der Überbringer guter Nachrichten. Ja, 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 ja. Verdammt. Gute Götter. Irgendeiner atmet hier schwer. So, den Apfel nehmen wir mit. Was zum Teufel ist das? Sollte das ein Bankett werden? Sieht so aus. Was meinst du? Sind alle gestorben? Götter. Okay, ist abgeschlossen. Hier keucht doch einer. Das nehmen wir mit. Na? Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden, manche Postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Nö, Menschen tun sowas auch. Was haben wir denn hier? Halsgeschlechter, nee. Tafel Silber, Elfengravuren. Und Futter. So, was war hier? Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Die Jungs hier stehen mir irgendwie zu perfekt hier rum. Und die haben hier Speere, aber auf den Speeren ist kein Blut zu erkennen. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwelche Statuen lebendig werden. Zerfetzte Kehle. Muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein.
Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert. Eindeutig ein Werk der Enseide. Was jetzt? Das Schwert oder hier das Töten? Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Brot. Definitiv wurde hier Brot geopfert. Dazu sagt er irgendwie nichts. Noch ein Apfel. Ey, du, guck mal da hinten rüber. Ach, Alarm. Ich bin überlastet. Verdammte Axt. Darauf habe ich ja gar nicht mehr geachtet. Zwei. Wie können wir das denn hier wegschmeißen? So. So, geht da noch irgendwas hinein? Brandspur. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Mehrere Verwundungen. Alles Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch. Trägt aber Elfenkleidung. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge. Die sich irgendwo gekauft haben. Zur Not bei eBay. Weiß ich, woher er den Kram hat. So, hier ist nichts außer ein Fass. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, wir folgen hier der Spur beim nächsten Mal hier ein bisschen weiter. Also, bis dahin.